So, es ist noch ziemlich viel Bewegung im Saal. Das erlaubt mir noch eine Geschichte zu erzählen. Ich bin einmal gefahren von Bremen mit dem Ivan an die Universität Hamburg. Und zwar war da eine Festveranstaltung anlässlich eines Jubiläums für den Soziologen Gumplowitz. Juristen, Soziologen, gilt als einer der Gründervater der Soziologie. Und da war eine große Veranstaltung im Auditorium Maximum, hunderte von Leuten. Und wir sind im Speisewagen gesessen und wir haben wunderbar miteinander geredet. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich mich vorbereiten. Und dann hat er einen weißen Zettel genommen, hat sich an den Nebentisch gesetzt, einen Bleistift in die Hand genommen. Ich habe ihn so beobachtet, berühmter Mensch, wie bereitet sich der vor? Die Augen sind zugegangen und er hat ein Nickerchen gemacht. Und dann ist er wieder aufgewacht und dann hat er den Zettel genommen, wo nichts drauf gestanden ist, ist zurückgekommen am Tisch und hat gesagt, jetzt bin ich vorbereitet. Ich werde über den Text sprechen, hat er immer gesagt. Und dann haben wir uns ein Achterl Rotwein bestellt und irgendwie sind wir darauf gekommen, was denn eigentlich Sucht ist. Und das schließt an die Gesundheit und an die Enteignung an. Und er hat gesagt, die Sucht gibt es nicht. Es gibt Laster, es gibt schwere Laster und es gibt leichtere Laster. Und jeder Mensch hat in jeder Minute seines Lebens die Möglichkeit, sich vom Laster loszusagen. Also diese ganz radikale individuelle Autonomie ist schon gefallen, dieser ganz starke Glauben an die Selbstverantwortlichkeit eines jeden Menschen. Das war schon etwas Faszinierendes, auch in dieser Radikalität. Ja, da kann man jetzt viel diskutieren darum, aber auch immer wieder erfahren zu dürfen. Und in diesem Sinne leite ich über zu Franz Dutzer. Franz Dutzer hat lange, viele Jahre eine landwirtschaftliche Oberschule in Auer in Südtirol geleitet als Direktor, sich sehr interessiert auch für didaktische, für pädagogische Konzepte, für alternativpädagogische Konzepte und vor allem hat er auch eine Sammlung angelegt von Illich-Veröffentlichungen, Texten, vor allem in deutscher und in italienischer Sprache. Franz Dutzer, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich auch ganz schön, dass in Wien auch noch eine Veranstaltung zum 20-jährigen Todestag Ivan Iljitsch auch veranstaltet wird. Für mich auch eine ganz schöne Gelegenheit, auch zurückzukommen. Meine erste Begegnung mit den Schriften ist lange her, Schriften Ivan Iljitschs. Es war 1972, kurz vor meiner Matura. Und das war das Buch damals Almosen und Folter, inzwischen unter einem anderen Titel, Klarstellungen, glaube ich, erhältlich. Und das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Und inzwischen sind 50 Jahre vergangen und diese Person bewegt mich immer noch und regt immer noch zum Denken an. Und Herr Obrecht hat eben schon hingewiesen, dass ich mehr oder weniger mein ganzes Berufsleben in einer Schule verbracht habe als Schuldirektor. Wie geht das zusammen mit Ivan Iljitsch? Ja, es geht insofern zusammen, als es jahrzehntelang ein Stachel im Fleisch war und auch viele Anregungen gegeben hat für die Arbeit an der Schule. Ich möchte mit einem Zitat beginnen von Giorgio Agamben, den Sie wahrscheinlich kennen, italienischer Philosoph, der in seinem Vorwort zu dem ersten Band der gesammelten Werke, die vor 2 Jahren in Italien erschienen sind, Fabio Milano hat diese gesammelten Werke Ivan Iljitsch jetzt begonnen herauszugeben und es werden noch 2 weitere Bände folgen. Es ist inzwischen der erste Band, ein solcher Ziegelstein geworden und Giorgio Agamben schreibt in seinem Vorwort dazu, wir sind in der Tat überzeugt, dass für das Werk Iljitschs erst heute das Jetzt der Lesbarkeit, wie es Walter Benjamin genannt hat, gekommen sei. In meinem Beitrag werde ich jetzt versuchen, diesem Jetzt der Lesbarkeit entlang einer Linie nachzuspüren, die sich von seiner frühen Kritik der Technik Anfang der 70er Jahre
über seine Überlegungen zum Zeitalter der Systeme bis hin zur Frage nach einer heute möglichen Form der Askese als Voraussetzung für Freundschaft, Philia, wie er sie immer genannt hat, hinzieht. Ich möchte das in 5 Schritten tun. Ich werde mich bemühen, kurz zu bleiben, etwas zu kürzen, nicht alles zu bringen, damit auch danach Zeit noch bleibt. 5 Punkte. Ein erster. Ivan Illichs Kritik der Werkzeuge und sein Gegenentwurf der Konvivialität. Ivan Illich war Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre Zeitzeuge eines gewaltigen Umbruchs, der als Entwicklung und Fortschritt propagiert wurde, letztendlich aber das Verschwinden und die Zerstörung vielfältiger, subsistenzorientierter Kulturen zur Folge hatte. In seinen ersten Schriften bereits, die als Aufsätze in verschiedenen amerikanischen und europäischen Zeitschriften erschienen sind, in Österreich war es vor allem Günter Nenning in seinem Neuen Forum, hatte die Folgen dieser von den industrialisierten Ländern des Nordens ausgehenden Modernisierung untersucht und einer fundamentalen Kritik unterworfen. In der ersten Hälfte der 70er Jahre veröffentlichte er in rascher Folge eine Reihe von Büchern. Einige sind heute schon genannt worden. Entschulung der Gesellschaft, Selbstbegrenzung, die Nemesis der Medizin und Energie der Gerechtigkeit. Energie und Gerechtigkeit, Entschuldigung. In diesen Schriften geht es Illich vor allem um eine zentrale Einsicht, die Notwendigkeit der politischen Begrenzung der Werkzeuge. Werkzeuge, vielleicht ein etwas eigenartiger Begriff, ich werde ihn gleich noch erläutern. Illich versteht den Begriff Werkzeug sehr breit. Werkzeuge sind für ihn alle vom Menschen geplanten und projektierten Mittel, die zu einem bestimmten Zweck eingesetzt werden, also technische Gerätschaften und Anlagen ebenso wie Organisationen oder Dienstleistungsinstitutionen. In seiner typischen Art schreibt er dann in dem Buch Selbstbegrenzung, was er unter Werkzeugen alles versteht. Besen, ein Kugelschreiber, ein Elektrizitätswerk, ein Automobil, ebenso wie das Verkehrssystem, Kommunikationssysteme, also im Grunde alles Mögliche. Aber alles Dinge, die zu bestimmten Zwecken geschaffen worden sind und eingesetzt werden. Also nicht nur das, was wir unter Technik so im allgemeinen Sprachgebrauch verstehen. Das industrielle Wachstum der Werkzeuge und die darum herum organisierte Gesellschaft gefährden nicht nur die physische Umwelt, wie vorher bei der Medizin beschrieben, die klinische Iatrogenesis, sondern es führt beim Überschreiten einer gewissen Schwelle unweigerlich zu Kontraproduktivität. Das heißt, eine technische Einrichtung wird dann mehr Schaden anrichten als Nutzen abwerfen. Kontraproduktivität ist einer der zentralen Begriffe damals in seiner Diskussion, die er aufgeworfen hat. Jenseits einer gewissen Intensitätsschwelle werden die Werkzeuge nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck gerecht. In seinem Buch Selbstbegrenzung oder Tools for Conviviality, wie es im Original heißt, beschreibt er eindringlich die Schäden, die übermächtige Werkzeuge in einer Gesellschaft anrichten. Die Zerstörung der Umwelt, die Etablierung radikaler Monopole, Schulsystem, das Verkehrssystem, Medizinsystem, die Konzentration der Macht in den Händen von Experten oder die Zerstörung der Tradition durch ständig fortlaufende Innovationen und Erneuerungen. Später geht Illich über die Analyse dessen, was die Werkzeuge tun, also was sie anrichten, hinaus und fragt nach dem, was Werkzeuge uns sagen. Ich glaube, ganz ein wichtiger Aspekt in seinem Werk. Und wenn wir es nur ganz kurz auf die Schule beziehen, Schulen sagen, dass Bildung nur als Ergebnis von formalisiertem Unterricht zu haben ist. Moderne Verkehrssysteme sagen, dass der Mensch ein auf Motoren betriebene Beförderung angewiesenes Mängelwesen ist. Also das, was Technik sagt, ist noch einmal etwas anderes, als was Technik tut, ja, oder Werkzeuge. Es geht also um den Einfluss
der Werkzeuge, der Technik auf das Selbstverständnis des Menschen. Letztlich zerstört nach Illich das unverhältnismäßige Wachstum der Werkzeuge die Möglichkeiten selbstbestimmten Handelns und Lebens innerhalb von Grenzen, wie es für Subsistenzkulturen überall auf der Welt charakteristisch ist. Vielleicht müsste man heute sagen, war. Autonome Tätigkeiten verwandeln sich in die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen. Illich ist kein Maschinenstürmer, das hat auch Martina Kaller schon deutlich gemacht. Institutionen und Werkzeuge sind dann funktionell, wenn sie dazu beitragen, die feine Ausgewogenheit, das Gleichgewicht zu erhalten zwischen dem, was Menschen für sich und ihre Gemeinschaft selbst tun können, und dem, was Werkzeuge im Dienste anonymer Institutionen tun. Und er verdeutlicht seine Thesen an den Beispielen Schule, Medizin, Verkehr oder Wohnen, um auf die politischen, sozialen und kulturellen Folgen des industriellen Wachstums und der konsumorientierten Warenökonomie aufmerksam zu machen. Seinen Gegenentwurf nennt Illich konviviale Gesellschaft. In einer solchen Gesellschaft unterliegen die Werkzeuge einer Wachstumsbeschränkung. Die Bestimmung solcher Schwellen und Grenzen ist eine politische Notwendigkeit. Zum Begriff Schwellen sind keine festen Größen, sondern unterscheiden sich nach Illich je nach dem kulturellen Selbstverständnis der verschiedenen Gesellschaften. Also es geht nicht um Grenzwerte, wie wir sie heute für alles Mögliche festlegen, sondern es sind Schwellen, die unterschiedlich sein können und die politisch festgelegt werden. In der Betonung der Notwendigkeit von Begrenzungen der Größe und Macht von Werkzeugen trifft sich Illich in den 70er Jahren mit Denkern wie Ernst Friedrich Schumacher oder auch mit Leopold Kohr, den Sie wahrscheinlich kennen, auch ein österreichischer Ökonom, der mit Illich auch befreundet war. Ein zweiter Punkt: grüne Technik oder Überlegungen zu einer Gesellschaft des Genug. An seine Analyse in Selbstbegrenzung anknüpfend macht Illich in seinem Vortrag Alternative Technologien und die dreidimensionale Option im Rahmen der UNO-Konferenz über Technik und Entwicklung in Wien im August 1979 auf die Notwendigkeit aufmerksam, dass für zukünftige politische Entscheidungen die Orientierung nach der üblichen Rechts-Links-Dimension nicht mehr genügt. Ich hatte damals das Glück, auch bei dieser Veranstaltung dabei sein zu können, und es war höchst interessant, ihn zu erleben, auch bei einer hochkarätig besetzten UNO-Konferenz und am Abend danach im Rahmen vom Forum Alternativ in einer völlig anderen Gesellschaft, und er hat sich in beiden wohlgefühlt. Also wohlgefühlt in dem Sinne, dass er durchaus imstande war, das zu sagen, was er wollte. Allerdings erinnere ich mich auch an die Pressekonferenz im Anschluss an die UNO-Konferenz, wo die Journalisten nach Strich und Faden, die ihn irgendwie nach Entwicklung befragt haben, nach Strich und Faden fertig gemacht hat. Ohne Rücksicht auf Verluste, was die danach schreiben wollen. Ich werde ganz kurz auf diesen Vortrag eingehen, weil es etwas gibt, was, glaube ich, heute von großer Bedeutung ist. Illich hat in diesem Vortrag drei Achsen oder Ebenen unterschieden, auf denen gesellschaftsgestaltende Optionen stattfinden. Er kennzeichnet diese Achsen des dreidimensionalen Koordinatensystems. Sie erinnern sich alle an das dreidimensionale Koordinatensystem in der Schule, X, Y und Z-Achse. Und legt auf die X-Achse Optionen, Entscheidungen, die mit Gruppenkonflikten, so nennt er das, Herrschaftsfragen, dem Ausgleich von Lasten und Privilegien zu tun haben und gewöhnlich mit den Begriffen rechts und links verknüpft sind. Also X-Achse auf der einen Seite, das, was mit rechts verbunden ist, und das, was mit links verbunden ist, auf der anderen Seite. Auf der Y-Achse geht es um die Wahl der Werkzeuge, um die technischen Alternativen von hart und sanft. Das war damals so die Begrifflichkeit, sanfte Technik, harte Technik. Heute hat man diese Begrifflichkeit nicht mehr so. Und es geht um die Diskussionen, die sich mit der Bewertung von Werkzeugen, mit der Bewertung von technischen Mitteln befassen.
Am einen Ende der Achse würden die konvivialen Werkzeuge stehen, am anderen Ende, nach der Diktion Illich, die sogenannten radikalen Monopole. Auf der dritten Achse, der Z-Achse, die praktisch die Dreidimensionalität jetzt eröffnet, und ich glaube, das war so die besondere Intuition Ivan Illichs, geht es um die Diskussionen, die sich mit dem Menschenbild innerhalb der Gesellschaft befassen. Und der hat sich damals in dem Vortrag auf Erich Fromm bezogen und hat gemeint, Erich Fromm würde am einen Ende dieser Achse haben und am anderen Ende der Achse das Sein geben. Erich Fromm übrigens auch ein wichtiger Freund von Ivan Illich in Mexiko. Ivan Illich stellt auf dieser Z-Achse eine Gesellschaft, die aus dem Maximalwachstum an Warenintensität resultiert, eine Gesellschaft gegenüber, die auf Subsistenztätigkeiten beruht. Eine Gesellschaft, in der im Sinne von Karl Polanyi, auch ein Wiener, die formale Wirtschaftssphäre wieder in eine Kulturmatrix eingebettet ist. Und so sagt Illich in diesem Vortrag, wobei, ich zitiere, Waren und Industrieprodukte nur insofern als wertvoll gelten, als sie entweder Hilfsquellen oder Instrumente für die Subsistenztätigkeiten sind. Also hier kommt schon etwas ganz Wesentliches seines Denkens zum Ausdruck. Es ist kein Maschinenstürmer, es gibt wichtige Bereiche, die von auch industriell hergestellten Produkten abhängig sind, die man verwenden kann, aber im Dienste als Hilfsquellen für Subsistenztätigkeiten für eine Gesellschaft, die auf Autonomie und Subsistenz gegründet ist. Diese drei Achsen oder Ebenen sind voneinander unabhängig, aber immer aufeinander bezogen. Auf der Z-Achse geht es um die Inanspruchnahme des Rechts auf Subsistenz, um die Möglichkeit einer Gesellschaft oder Gemeinschaft, und ich zitiere noch einmal Illich, allerdings aus einem anderen Aufsatz, um die Möglichkeit einer Gesellschaft oder Gemeinschaft, eine mehrheitsfähige Übereinkunft über das Dach der technologischen Eigenschaften zu erzielen, unter dem sie leben und glücklich sein will. Er hat das 1971 formuliert in einem Aufsatz, den er gemeinsam mit Valentina Borimann, seiner engen Mitarbeiterin, in Cuernavaca verfasst hat. Mit grüner Technik oder ökologischem Management allein ist es also nicht getan. Eine lebensfreundliche oder konviviale Gesellschaft wird nicht ohne Anerkennung von Grenzen und freudiger Genügsamkeit, wie er es einmal genannt hat, zu haben sein. Ich glaube, das ist so die Erkenntnis aus diesem Vortrag. Und vor diesem Hintergrund ist für mich auch die Skepsis gegenüber dem Konzept des Sustainable Development, wie es im Brundtland-Bericht 1987 formuliert wurde, angesichts der 2015 verabschiedeten Agenda 2013 mit ihren Sustainable Development Goals aktueller denn je. Es kann nicht übersehen werden, dass das grundlegende Denkmuster der Agenda 2030 immer noch das Wachstumsmodell der westlichen Welt ist. Allerdings mit verbessertem und effizienterem technischen Einsatz und besserem Management im sozialen, ökonomischen und ökologischen Bereich, damit das ganze System überlebensfähig bleibt. Ein dritter Punkt. Ivan Illich als Historiker der Werkzeuge. Illich bleibt bei diesen Erkenntnissen nicht stehen. Er gräbt in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts als Historiker und Philosoph tiefer, um zu verstehen, wie die Werkzeuge so mächtig werden konnten. Es war die Idee der Kontingenz, die Vorstellung, dass die Welt in jedem Moment vom Willen Gottes abhängt, die nach Illich das Tor war, durch das die Technologie im westlichen Sinne in die Welt kam. Eine eigenartige Vorstellung. Illich spricht das aus in einem langen Gespräch, das er mit David Cayley geführt hat. Das Gespräch ist auch veröffentlicht worden unter dem Titel In the Rivers and Hours of the Future, also nur von nördlich der Zukunft, in den Flüssen nördlich der Zukunft. Und er sagt dann weiter, für mich ist die Entdeckung, Gestaltung und schließlich Ausformulierung dieser Vorstellung, der Kontingenz eben, eine
theologische Vorstellung, eine rein theologische Vorstellung, würde ich sagen, eine Vorbedingung für die Moderne. Nicht, weil die Moderne auf der Idee der Kontingenz basiert, sondern weil es nur in der Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der die Menschen sehr stark empfanden, dass die Welt in Gottes Hand liegt, eben diese Idee der Kontingenz, später möglich sein würde, diese Welt Gott aus der Hand zu nehmen. Ja, das war seine Überlegung. Wie ist es möglich, dass unser heutiges Verständnis das ist, dass wir im Grunde die Welt in der Hand haben? Und wenn Sie an diese Icons denken, die jetzt auch von den umweltbewegten Leuten immer wieder publiziert werden, die Welt, Kugel, der Planet in der Hand, dann ist es im Grunde eine Hybris-Vorstellung, die eigentlich mit der Idee der Kontingenz nichts zu tun hat und die, glaube ich, für Ivan ein Horror war. Ich denke, ich habe nicht dazu fragen können. Der Mensch als Animal-Rationale, als vernunftbegabtes Wesen, beginnt nach Illich zunehmend sein Schicksal und die Gestaltung der Welt in die eigene Hand zu nehmen. Die neuzeitliche Wissenschaft und die daraus hervorgehenden technischen Verfahren boten dafür die wesentlichen Voraussetzungen. Es war der Technikphilosoph Carl Mitscham, der Illich bei seinen Studien zur Geschichtlichkeit der Werkzeugvorstellung begleitete. Es wird jetzt etwas theoretisch, ich hoffe, dass Sie noch so weit mitgehen können. In der Antike, aber es ist wichtig, um danach seinen Systemgedanken zu verstehen. In der Antike wurden Werkzeuge als Organa bezeichnet. Auch die Hand, die das Werkzeug führt, wurde als Organon verstanden. Jean Robert, auch ein Mitarbeiter Ivan Illich, der auch ein Buch veröffentlicht hat zu seiner Technikphilosophie, allerdings bisher nur in Italienisch erschienen. Ich hoffe, es kommt jetzt bald in Deutsch auch. Jean Robert schreibt, die Hand war das Organon aller Organa und das Werkzeug wurde nur in Bezug zur Hand begriffen. Bernhard Heindl, ein Philosoph aus dem Mühlviertel, weist darauf hin, dass für Aristoteles die Verwendung eines Werkzeugs von dem jeweiligen Werk abhängig war. Vom jeweiligen Werk, das mit dem Werkzeug hergestellt werden sollte. Seit Aristoteles, so sagt Heindl, war ein Organon alles, was einem Lebewesen zum Leben diente und zu dessen Heil beitrug. Und weiter, Zitat, mit der Vollendung des Werks ging auch der Sinn des Gebrauchs all dessen in Erfüllung, was dazu erforderlich war. Insofern wurde der Einsatz eines Werkzeugs als zwar notwendig, aber auch als nachrangig gegenüber dem erkannt, was damit verwirklicht werden sollte. Also wichtig ist das Werk, nachrangig die Bedeutung des Werkzeugs. Aristoteles, und Illich bezieht sich auch darauf, auch in dem Gespräch mit David Cayley, unterschied vier Gründe oder Ursachen, aus denen sämtliche Erscheinungen des auf natürliche Weise Entstandenen und auch des künstlich Erzeugten zustande kamen. Es sind diese vier Cause, die Causa Efficiens, die den Anschluss gibt, die Causa Materialis, die Causa Formalis und die Causa Finalis. Ich brauche da nicht mehr länger darauf eingehen. Im 12. und 13. Jahrhundert begannen einflussreiche Theologen anders über die Werkzeuge nachzudenken. So zum Beispiel Hugo von St. Victor, ein Mönch des 12. Jahrhunderts, den Ivan Illich gerne als einen seiner besten Freunde bezeichnet hatte und auf den er immer wieder auch Bezug nimmt. Er war immer im 12. Jahrhundert zu Hause. Deswegen. Der Charakter des Werkzeugs, des Organon, und das ist, glaube ich, jetzt ein wesentlicher Punkt, der Charakter des Werkzeugs als dienendes Hilfsmittel, um ein Werk zu vollbringen, ändert sich. Die seit der Antike vorherrschende Geringschätzung der technischen Hilfsmittel verschob sich im Zusammenhang mit den zu dieser Zeit gemachten technischen Neuerungen, also im 12. Jahrhundert, in Richtung einer neuen Wertschätzung. Philosophisch kam dies durch die Definition einer fünften Ursache, also zu diesen vier Cause des Aristoteles dazu, kommt jetzt eine fünfte Ursache, die Causa Instrumentalis, zum Ausdruck. Das Hilfsmittel
losgelöst von seiner Dienlichkeit für ein bestimmtes Werk und von der Hand, die es führt, wurde schließlich als wirkmächtige Ursache vorgestellt. Und diese konzeptionelle Trennung des Werkzeugs von der Hand, vom Körper seines Benutzers, sieht Illich als wesentlich für das neue Verständnis der Werkzeuge. Es ist diese Distalität, die das Werkzeug ab dem 12. Jahrhundert vom antiken Organon unterscheidet. Marianne Gronemeyer kommentiert diesen Vorgang in Bezug auf Ivan Illichs Erkenntnisse zur Geschichte der Werkzeuge so, ich zitiere, dass aus aller Bezüglichkeit freigesetzte Mittel wurde zur wirkmächtigen Ursache umdeklariert, causa instrumentalis. Die Frage lautet nun nicht mehr, wie es beschaffen sein muss, damit es zu etwas Bestimmtem taugt, sondern was es verursachen kann, was man mit ihm anstellen kann. Zitat Ende. Der Weg zur durch und durch technisierten Gesellschaft ist damit gebahnt. Ein vierter Punkt, vom Zeitalter des Werkzeugs zum Zeitalter der Systeme. Wir haben heute schon einiges über diese Systeme auch gehört im Bereich der Medizin. In seinen Ende der 90er Jahre mit David Kelly geführten Gesprächen spricht Ivan Illich davon, dass er sich beim Schreiben von Tools for Conviviality, also Selbstbegrenzung, von der Vorstellung der Werkzeuge als einer Konstanten in der Geschichte habe leiten lassen. Ich glaube jedenfalls, so sagt er, dass es die Vorstellung von einem Werkzeug als einem Mittel, das für einen beliebigen Zweck gemacht ist, schon immer gegeben hat. Mit Karl Mitscham spricht er später von der Historizität der Vorstellung der Werkzeuge. Mit einer bestimmten Beklemmung nahm er in den 80er und 90er Jahren wahr, dass es ihm nicht mehr möglich war, in dieser undifferenzierten Weise von Werkzeugen zu sprechen. So wie im 12. Jahrhundert die Vorstellung des Organon von der Vorstellung der Instrumentalität verdrängt wurde, so nahm Illich nun den Anbruch einer neuen Epoche wahr. Er beschrieb diesen Epochenwandel als Übergang vom Zeitalter der Instrumentalität zum Zeitalter der Systeme. Das Zeitalter der Instrumentalität oder der Werkzeuge, das er mit dem 12. Jahrhundert beginnen lässt, war geprägt von der Distalität zwischen dem Werkzeug und seinem Benutzer. Die Gesellschaft ist in dieser Zeit, so sagt er in seinen Gesprächen mit Kelly, zunehmend von einer außerordentlichen Intensität der Zweckmäßigkeit beherrscht worden. Diese Epoche geht nach Illich nun zu Ende und mündet in das Zeitalter der Systeme. Die Distalität zwischen Benutzer und seinem Werkzeug besteht nicht mehr, da der Benutzer vom System gleichsam verschluckt wird, also ins System hereingenommen wird. Der Mensch wird immer mehr Teil eines umfassenden Systems, das kein Außerhalb mehr kennt. Die Werkzeuge sind zu Systemen geworden, die den Menschen absorbieren. Mit der Vorstellung vom Zeitalter der Systeme ist nicht an eine neue Art des Werkzeugs zu denken, das auf die Werkzeuge des instrumentellen Zeitalters folgt. Das wäre verkürzt. Sondern es geht darum zu verstehen, dass jeglicher äußere Raum fehlt, der dem Benutzer die notwendige Distalität garantiert. Man kann das auch so vielleicht ausdrücken, im Zeitalter der Instrumentalität war es möglich, ein Werkzeug zu ergreifen und auch liegen zu lassen. Im Zeitalter der Systeme ist das nicht mehr möglich, weil die Personen ins System integriert worden sind und sozusagen Teil des Systems geworden sind. Also es gibt keine Distanz mehr zwischen beiden. Auch die Unterscheidung zwischen dem, was die Werkzeuge tun, von dem wir vorher gesprochen haben, und dem, was sie sagen, ist obsolet geworden, da die Systeme den Menschen über eine Vielzahl von Daten, wie vorher von Silja schon gesagt, über eine Vielzahl von Daten und Wahrscheinlichkeitsprofilen vorgeben, was und wer er ist. Er wird zum Teil des Systems. In einer Welt, die der Systemontologie huldigt, sagt Illich, wird auch die Vorstellung persönlicher Verantwortung fragwürdig.
Und das ist ein Bereich, der, glaube ich, noch sehr zu vertiefen wäre, die Vorstellung von Verantwortung, die Möglichkeit der Vorstellung von Verantwortung in unserer heutigen Zeit. Gibt es Verantwortung noch in dem Sinne, wie wir sie kennengelernt haben oder nicht? Auch wenn Ivan Illich in seinen Überlegungen zum Zeitalter der Systeme sein Verständnis von einer zeitlos gültigen Vorstellung der Werkzeuge, wie er es in Tools for Conviviality angenommen hatte, einer Selbstkritik unterzog, so wie wir es heute auch schon gehört haben, dass er immer wieder seine Texte auch irgendwo durch neue Erkenntnisse revidiert hat und auch dann gesagt hat, diese Texte kann man nicht mehr lesen und er wundert sich, dass es noch einmal publiziert wird. Aber er arbeitet sie wieder um und trotzdem bleiben bestimmte Dinge auch in Bezug auf die Ausführungen, die er gemacht hat in seinem Buch Selbstbegrenzung zu den konvivialen Werkzeugen wichtig und aktuell. Und ich fasse ganz kurz nur einige Aspekte zusammen, um das noch einmal deutlich zu machen. So wie er es beschrieben hat, ohne ihn jetzt ausführlich zu zitieren, aber nur um einen kleinen Blick drauf zu werfen, was konviviale Werkzeuge sind und wie aktuell diese Vorstellung auch noch sein kann. Konviviale Werkzeuge befördern das Miteinander. Sie können ohne Schwierigkeit benutzt werden, so oft oder so selten man will, und zwar zu Zwecken, die der Benutzer selbst bestimmt. Der Gebrauch konvivialer Werkzeuge greift nicht in die Freiheit des anderen ein, sie so oder anders zu benutzen, also immer wieder dieser Freiheits- oder Autonomieaspekt. Niemand braucht ein Diplom für das Recht, sich ihrer zu bedienen. Das konviviale Werkzeug garantiert die Autonomie und Kreativität des Benutzers. Die von Illich im Buch Selbstbegrenzung ausgeführten Kriterien für konviviale Werkzeuge entsprechen seiner Forderung, dass der Mensch ein Werkzeug braucht, um damit zu arbeiten, nicht aber einen Apparat, der an seiner Statt arbeitet. Im Kontrast dazu sind die Benutzer im Systemzeitalter im Apparat integriert, ihrer Autonomie beraubt und jederzeit austauschbar. Auch das ein Aspekt, der zu denken gibt. Die Vorstellung konvivialer Werkzeuge bleibt auch 50 Jahre nach deren Formulierung aktuell. Nicht nur als konkreter Hinweis für die Entwicklung neuer Werkzeuge und neuer Techniken, neuer Verfahren, die zumindest in Nischen und an Rändern ihren Benutzern helfen, ihr Dasein würdig zu bewältigen, sondern auch als eine Art, Zitat, gefährlicher Erinnerung, wie es Johann Baptist Metz einmal genannt hat, in einer zunehmend systemgeprägten Welt. Ein letzter Punkt. Geht's noch? Das ist immer schwierig abzuschätzen. Eine Philosophie der Technik als Ancilla. Ancilla. Dienst als Dienstmarkt. Ivan Illich hat immer auch eine Riesenfreude gehabt, solche Begriffe hereinzubringen. Und man stolpert dann einmal drüber, ja, was meint er damit? Und damit erreicht er auch, dass man irgendwo dann an einem Text hängen bleibt. Und eben Philosophie der Technik als Ancilla. Und ich komme jetzt auf einen Vortrag zu sprechen, den es in Deutsch nicht gibt. Ich habe versucht, ihn zu übersetzen auch und werde einige Passagen auch zitieren. Einen Vortrag, den Ivan Illich in Los Angeles 1996 gehalten hat, und zwar in einem besonderen Rahmen, im Rahmen der 70. Jahrestagung der katholischen amerikanischen Philosophen, American Catholic Philosophy Association, am 23. März 1996 in Los Angeles. Warum besonders? Für Illich war es ein bedeutender Anlass, und er sagt es auch selbst im Vortrag, im Vorspann, einmal wegen des Themas der Jahrestagung, das sich um die Philosophie der Technik drehte, dann aber aufgrund der Tatsache, dass er sich eben seit über 25 Jahren nach eigener Auskunft aufgrund eines Versprechens gegenüber Papst Paul VI., man weiß nicht ganz, ob er das Versprechen nur sich gegeben hat, ob das der Paul VI. Wirklich eingefordert hat, das kann ich nicht beurteilen, sind diese Dinge, die nicht leicht mehr zu eruieren sind. Jedenfalls, es kann auch sein, dass er nur sich selber versprochen hat, dass er sich aufgrund eines Versprechens gegenüber Papst Paul VI. Zurückgehalten hatte, vor Gruppen von katholischen Gläubigen zu sprechen.
im Rhine als Priester. Er ist auch nie laisiert worden, das muss man auch sagen. Als Priester bis zu seinem Tode geblieben, hat allerdings auf die Ausübung der priesterlichen Funktionen zeitlebens verzichtet. Auch wenn er hin und wieder von seinen ehemaligen Studienkollegen immer wieder gebettelt und gebeten wurde, zu konzelebrieren, hat sich immer zurückgehalten, hat es nie gemacht. Er beginnt den Vortrag: Deus in adiutorium meum intende, Herr, eile mir zu helfen. Fängt ja schon gut an. Gleich zu Beginn seiner Rede macht Illich deutlich, worum es ihm geht, und ich zitiere jetzt. Das ist meine eigene Übersetzung, ich hoffe, es ist einigermaßen stimmig. Ich bin hier, um einen Ansatz vorzuschlagen. Ich will die Anerkennung der Philosophie der Technik als ein wesentliches Element für die Askesis vertreten und insbesondere für die christliche Askesis heute, im Jahr 1996. Unter Askesis verstehe ich den Erwerb von Gepflogenheiten, die die Kontemplation fördern. Für den Gläubigen bedeutet Kontemplation die Hinwendung zum menschlichen Antlitz Gottes. Die besonderen Eigenschaften der neuen Artefakte, so nennt er diese Gerätschaften, die besonderen Eigenschaften der neuen Artefakte zu verstehen, ist die notwendige Voraussetzung geworden für diesen Schritt. Und weiter, ich argumentiere, immer noch Zitat, für eine Distanzierung zu den Artefakten, denn nur indem ich auf ihren Gebrauch verzichte, kann ich die Verführung ihrer Einflüsterungen wahrnehmen. Und wenn Sie sich erinnern an das, was Silja vorher ausgeführt hat im medizinischen Bereich, was diese medizinischen und technischen Artefakte uns über unsere eigene Gesundheit und über unser Wohlbefinden einflüssen, dann kommt er genau auf diese Dinge zu sprechen. Also es geht um eine disziplinierte Einübung. Das heißt, kontinuierlich und wachsam, um eine Haltung der Askese zu festigen und sie zur zweiten Natur werden zu lassen. Nicht nur haben Fortschritt und Entwicklung, Ökonomie und Technik im Verlauf des 20. Jahrhunderts die Welt mehr und mehr in eine von Menschenhand gemachte Sache verwandelt, sondern es hat sich, wie Litsch anmerkt, das Gleichgewicht von Gegenständen, die von den fünf Sinnen wahrgenommen werden können, zu Objekten hin verschoben, von denen uns nur die Schatten erscheinen. Da auch unsere Wahrnehmungen zunehmend technogen geformt sind, ist es notwendig zu erkennen, wie die Sinne fortlaufend durch den Gebrauch von Artefakten geformt werden. Die sinnliche Wahrnehmung entscheidet letztlich darüber, wie wir dem anderen begegnen und auch darüber, wie wir uns selbst verstehen. Und er hat dann einige Studien gemeinsam auch mit Barbara Duden eben zu den Sinnen, zum Blicken zum Beispiel, auch zum Hören verfasst, auf die ich hier jetzt nicht eingehen kann. Aber es war eben auch eine Thematik, die ihn dann sehr beschäftigt hat, eben im Zusammenhang mit dieser Möglichkeit, sich zu distanzieren von diesen Artefakten, die unsere Welt zunehmend beeinflussen. In seiner Rede vor den katholischen Philosophen blickt Ivan Illich auch auf seine Zeitdiagnosen aus den 70er und 80er Jahren zurück. Und ich zitiere Ivan Illich hier noch einmal und lasse ihn selber sprechen. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit haben die Hardware und die Software der 80er Jahre das materielle Milieu, das vom menschlichen Handeln erzeugt worden ist, weggeräumt und ist durch ein standardisiertes, meistens technogenes und immer virtuelleres Milieu ersetzt. Und er bezieht sich dann im weiteren Vortrag auf seine Texte aus diesen Jahrzehnten, also 70er, 80er Jahre. Beim Schreiben dieser Bücher, eben dieser Pamphlete, wie er sie dann genannt hat, habe ich gefunden, dass sich immer wieder das gleiche Muster wiederholt. Ein Gnadengeschenk wird in einen modernen Schrecken verwandelt. Immer wieder von Neuem die Corruptio optimi quae est pessima. Die Verderbnis des Besten ist das Schlimmste. Wie Sie sehen, Zitat immer noch, beziehe ich die Philosophie als Ancilla ein, auch um zu vermeiden, das Evangelium zu verkehren. Am Ende des 20. Jahrhunderts
beziehe ich die Philosophie als an Schiller mit dem Ziel ein, auf eine solche Weise zu leben, die es mir ermöglicht, über das Gebot, den Nächsten zu lieben, nur wie mich selbst hinauszugehen und den Ruf anzunehmen, ihn zu lieben, wie der fleischgewordene Gott ihn geliebt hat und ihn durch mich lieben will. Und er schließt, deshalb war Philia, so wie man sie unter den sozialen und symbolischen Bedingungen, wie sie von den modernen Artificialia oder Artefakta hervorgebracht wurden, so wie man sie unter diesen Bedingungen praktizieren kann, das durchgehende Thema meiner Lehre. Das ist etwas auch ganz Besonderes, dass er eher gegen Ende seines Lebens darauf zu sprechen kommt, was eigentlich ihn durchgehend in seinen Schriften beschäftigt hat. Ja. Nochmal vielleicht ganz kurz zurück, wo er davon gesprochen hat, das Gnadengeschenk, das in einen modernen Schrecken verwandelt wird. Ja. Die Kultur, die aus dem Glauben an die Inkarnation des Wortes hervorgegangen ist, ist eigenartigerweise zu der am tiefsten entkörperten von allen bekannten Kulturen geworden. Und das ist etwas, von dem auch Silja gesprochen hat, das er als großen Schrecken wahrgenommen hat. Und auch dieses Erschrecken darüber, dass aus dem Glauben an die Inkarnation, die ja vom Evangelium her auch kommt, dass aus dem heraus so etwas entstanden ist, das war für ihn die Corruptio Optimi. Seine Kritik der Werkzeuge wie Schule, Medizin, Verkehr oder der Dienstleistungssysteme, sein Nachdenken über Proportionalität und den Verlust der Sinne, die zunehmende Entkörperung und über den Eintritt ins Zeitalter der Systeme als mögliche und wohl auch notwendige Voraussetzung für das Offenhalten eines Gespürs für die Kontingenz, des Gehaltenseins der Welt in Gottes Hand, für die Möglichkeit der Erfahrung von Gnade, von Umsonstigkeit, auch das eine Wortschöpfung von Illich, und von Freundschaft. Also dieses Nachdenken über dieses Gewordensein unserer Zeit als Möglichkeit der Erfahrung von Gnade, von Umsonstigkeit, von Freundschaft. Illich geht in diesem Vortrag weit über sein Buch Selbstbegrenzung hinaus, bleibt aber der Grundlinie dieses frühen Buches treu, wie aus den abschließenden Sätzen seiner Einführung allzu leicht ersichtlich ist. Ich bringe jetzt einen kurzen Absatz, nicht viele Zeilen, aus der Einführung zur Selbstbegrenzung. Und wenn man es genau liest, dann wird deutlich sichtbar, dass sich vieles von dem auch in seinen letzten Texten wiederfindet. Ganz gleich, ich bin sofort am Ende. Den Menschen, der seine Lust im Gebrauch des konvivialen Werkzeugs findet, den nenne ich nüchtern und zurückhaltend, Klammer, Askese. Er kennt das, was im Spanischen la convivencia heißt. Er nimmt Anteil an Mitmenschen. Denn die nüchterne Zurückhaltung hat nichts mit Isolation, Rückzug auf sich selbst oder gar Fantasielosigkeit zu tun. Für Aristoteles wie für Thomas von Aquin ist sie es, die Freundschaft begründet. Freundschaft, Philia, versteht Illich als Boden, als Grund, auf dem Ethik und Politik wachsen können. Er hat mit Jerry Brown ein Gespräch geführt, dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien, und hat gesagt, ich glaube, dass wenn so etwas wie ein politisches Leben in dieser Welt der Technik für uns bleibt, dann beginnt es mit Freundschaft. Noch 5 Zeilen. Dann bin ich. Herr Obrecht schaut schon, der schaut schon ganz böse. Aber ich schließe jetzt ab. In einem 1972, ich komme jetzt wieder auf seine frühen Schriften zurück, veröffentlichten Aufsatz bringt Illich seine tiefe Überzeugung zum Ausdruck. Noch einmal ein kurzes Zitat. Das erste Mal in der Geschichte, und ich zitiere nur eine der Seligpreisungen, kann man den wissenschaftlichen Beweis erbringen, dass die Armen selig sind, die freiwillig die gemeinschaftlichen Grenzen dafür festlegen, für das, was genug ist und deshalb ausreichend gut für unsere Gesellschaft ist. Ich glaube, es ist dieser Blickwinkel, der das Denken und das Werk Ivan Illich so einzigartig und bedeutsam macht. Die Moderne und ihre so mächtigen Werkzeuge und Institutionen unterzieht er vom Standpunkt der Armen
aus einer radikalen Kritik. Dieser sein Standpunkt ist wohl auch der des Evangeliums. Hast du noch mehr Antworten? Fragte Vitellia Mann am Ende seines Gesprächs Illich. Ich hoffe, niemand hält, was ich gesagt habe, für Antworten, sagt Illich darauf. Aber, glaube ich, er hat die heute notwendigen Fragen wiederhergestellt. Dankeschön. Entschuldigung.